Die Pinguine haben schon mal die Sonnenbrille rausgekramt. Es wird bald wieder hell im Tierpark. Nachts im Tierpark steht an. Am Pfingstwochenende werden erneut allerlei Lichtinstallationen den Zoo in verschiedenen Farben zeigen. Dafür ist natürlich wieder Lichtkünstler Jörn Hanitsch verantwortlich. Neben altbewährtem will er Besuchern auch wieder einiges Neues bieten. Das muss auch nicht unbedingt etwas mit Licht zu tun haben. Die Pinguine haben diesmal nicht umsonst Kopfhörer auf. Also es wird Klangcollagen zu hören geben, das ist das Interessante. Man hört ein paar Elemente aus einer Großstadt, eine Straßenbahn. Auf einmal sprechen Leute etwas lauter, wo man sagt, bist du einfach ganz allein hier, wo kommen die ganzen Stimmen her? Und man sieht eine ganz andere Lichtinterpretation, eine Lichtskulptur. Die spricht aber jetzt gar nicht, im Hintergrund höre ich irgendwelche Geräusche und auf einmal bricht eine S-Bahn durch und Leute drehen sich um und gucken, wie passiert hier was. Dieses Paradox, ja, darüber werden die Leute lachen, werden schmunzeln, unterhalten sein. Und darum geht es, die Leute einfach ein bisschen zu zerstreuen von all dem Tagesgeschäft, was jeder mit sich herumschleppt. Aber auch für den Tierpark werden die beiden Nächte alles andere als Alltag. Knapp 2 Wochen wird es dauern, bis alles so hängt und steht, wie man sich das vorgestellt hat. Mühen, die sich lohnen. Besucher kommen sogar schon aus Berlin angereist. Das Schöne ist, dass es nicht nur mehr und mehr wird, sondern sich jedes Jahr auch wieder ändert. Für den Tierpark ist die große Herausforderung, vor allem für die Handwerker. Wir müssen kilometerlang Strippen ziehen, Strom zur Verfügung stellen an Stellen, wo wir es sonst eigentlich nicht brauchen. Und der Tierpark ist die Bühne für die Lichtkunst. Und wir haben natürlich ein kleines Tierbeiprogramm. Wir haben ein paar Fütterungen da. Man kann natürlich Tiere auch ganz anders erleben. Neu ist in diesem Jahr auch ein pädagogischer Ansatz. Jörn Hanitsch hat sich mit der Erich-Kästner-Grundschule zusammengetan. Gemeinsam mit 25 Schülern hat er eigens für den Event Skulpturen entwickelt. Sie bauen also ganz minimalistische Skulpturen aus opalweißen Materialien, recht groß, auch mitunter auch bis 3 Meter hoch und auch 2 Meter im Durchmesser, die sehr, sehr einfach, wie gesagt, gehalten sind. Aber man muss erstmal ein Konzept haben, was baue ich hier. Sie machen nicht etwas für stille Kämmerlein, sondern sie bewerben sich einfach um der Kritik der Gäste, die einfach abends dort langlaufen. Und das ist besonders wichtig, dass sie einfach mal auch erlernen, sich dem Leben auch zu stellen, auch der Kritik, auch den schönen Blicken, auch den Fotos und einfach auch Selbstvertrauen gewinnen, dass die Leute sagen, das ist ja einfach schön. Und wenn die Kinder das mitbekommen, ja, was will man denn mehr? Heute ist der Kartenvorverkauf offiziell gestartet. Tickets für nachts im Tierpark kosten 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Los geht es am 18. und 19. Mai jeweils um 19 Uhr.